Borussia Dortmund mit Trainer Jürgen Klopp zu Gast im Löwenkäfig des KSV. Am Dienstagabend wollten es die Hessen richtig wissen und hatten sich mit dem BVB den ultimativen Testspielgegner eingeladen. Rund 16.000 Zuschauer im randvollen Au-Stadion in Kassel sahen eine unterhaltsame, freundschaftliche Partie, bei der die Löwen sogar länger 1:0 in Führung lagen. Am Ende machte es dann aber doch der Bundesligist. 4:1 besiegte die Borussia den KSV Hessen. Alle Tore des Klopp-Teams fielen übrigens erst in Hälfte 2. Eine Stunde vor Spielbeginn war an der Tageskasse schon richtig was los. Da gab es Restkarten. 15.000 Tickets gingen bereits im Vorverkauf weg. Die Dortmunder brachten einige gestandene Bundesliga-Profis mit nach Nordhessen, darunter Sebastian Kehl und Marcel Schmelzer. Richtig laut wurde es im Au-Stadion, aber zum ersten Mal, als er aufs Spielfeld kam, Jürgen Klopp. Die Hände in den Taschen vergraben, ein breites Grinsen im Gesicht. Irgendwie schaffte es der Borussen-Coach, das Ganze wie ein Kloppo-Heimspiel wirken zu lassen. Hier ein Plausch mit KSV-Trainer Matthias Mink, da eine Umarmung für Stürmer Tobias Damm und dann ab auf die Trainerbank. Bei dem traumhaften Fußballwetter konnte man sich auch beruhigt ins Cabrio setzen. Pünktlich um 18.30 Uhr ging es dann los. Hier wird schnell noch Schnickschnack Schnuck gemacht, wer mit Sebastian Kehl einlaufen darf. Der KSV verkaufte sich gut, die Favoriten aus Dortmund konnten sich keinen klaren Vorteil erspielen. In der 38. Minute dann sogar die Riesenüberraschung, der Regionalligist trifft zuerst. Neuzugang Dennis Lemke machte das 1:0 nach einer Flanke. KSV-Trainer Matthias Mink hielt es da schon lange nicht mehr auf seinem Platz. Immer wieder tigerte er zur Seitenlinie und rief seinen Jungs Anweisungen zu. Zur Halbzeit bat Jürgen Klopp dann zum Pausenplausch auf den Rasen und gab seinen Spielern wohl die Order, mal eine Portion zuzulegen, denn die Borussia drückte nun gewaltig. Edison Jordanov eröffnete in der 63. Minute mit dem 1:1-Ausgleich das Dortmunder Tore-Schießen. Den BVB-Fans gefiel's, ob nun im Gästeblock oder auf der Haupttribüne.